Lufthansa-Piloten streiken, Datum steht noch nicht fest. Gerichte haben ein großes Problem mit den ganzen Klagen gegen Fluggesellschaften. Des Weiteren haben wir das Thema, BA hat die Slots freigeschaltet und wir haben die Details für euch. Des Weiteren gibt es hier eine japanische Fluggesellschaft, die aus Grillen oder Insekten einen Burger bietet. Warum, erkläre ich euch danach. Und heute haben wir auch Dilsun, aber der Dilsun kommt eher aus dem Bereich Hotellerie. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu besorgen. Ein Thema, was nicht zum Lachen ist, ist leider das Thema Lufthansa und Streiks. Gefühlt haben wir ja jeden Monat einen Streik, aber das ist nicht so. Die Piloten haben, glaube ich, das letzte Mal 2017 gestreikt. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Also es ist schon lange, lange her. Die Pilotenstreiks sind jetzt näher gerückt, als uns lieb sein kann. Warum? Ganz einfach. Die Tarifkommission der Vereinigung Cockpit hat den Vorschlag der Lufthansa abgelehnt. Details wurden aber leider nicht genannt, warum man es abgelehnt habe. Es geht zwar in die richtige Richtung, aber trotzdem sagt man, man ist noch nicht da, wo man hin möchte. Man liegt aktuell zu weit auseinander und benötigte auch neben dem Ausgleich des Reallohnverlustes eine zukunftsfähige Vergütungsstruktur. Nach dem entsprechenden Vorstandsbeschluss seien nun ab sofort Streiks möglich. Das ist die sogenannte Streikbereitschaft, Urabstimmung, ihr erinnert euch. In Frage kommen die Lufthansa-Kerngesellschaft in Frankfurt und München sowie die Frachttochter Lufthansa Cargo. Die Vereinigung Cockpit erklärte, die juristischen und organisatorischen Vorbereitungen für das Streikmaßnahmen sind gestartet worden. Dennoch ist klar, dass die Vereinigung Cockpit weiter erreichbar ist. Ein Lufthansa-Sprecher sagte natürlich dann auch, hey, wir haben auch noch Gesprächsbereitschaft. Also zumindest will man miteinander noch reden. Offizieller Anlass sind natürlich die unerfolgreichen 6 Runden, die man in dem neuen Gehaltstarifvertrag miteinander getanzt hat. Und es geht auch darum, dass man eine Gehaltssteigerung von 5,5% im laufenden Jahr und einen automatisierten Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr möchte. Sie hatten den vorigen Tarifvertrag zum 30. Juni ja gekündigt. Auch gibt es einen Streit um diesen Perspektivvertrag. 325 Flugzeuge sollen von der Lufthansa Mainline weiter beredert werden, die ausschließlich von den 5000 Kapitänen und ersten Offizieren geflogen werden durften, die im Konzerntarifvertrag unterlegen sind. Also insofern schlechte Zeiten für uns. CityLine 2 ist auch ein Riesenproblem und die Gewerkschaft Verdi hat ja auch da einen Streik gemacht. Dieser Streik hat ja 1000 Flüge ausfallen lassen, 134.000 Passagiere mussten da ihre Reisepläne anpassen oder ganz stornieren. Die Verhandlungsrunde für die 20.000 hat ja auch eine sehr, sehr hohe Zahlung ermöglicht. Aber wie wir wissen, sind Streiktage teuer. Lufthansa hatte da, glaube ich, 10 Millionen Euro genannt. Bei der Lufthansa Cargo ist es ja auch so, dass es die 4.000 Beschäftigten selbst die Lufthansa am Leben erhalten haben mit ihren Leistungen, ganz einfach deshalb, weil man im Corona-Jahr rund 1,5 Milliarden operativen Gewinn abgeliefert hat, was sich im laufenden Geschäftsjahr ungefähr wiederholen soll. Also insofern müsste man da natürlich der Cargo dankbar sein. Februar 2017, nach 14 Runden, war der letzte Pilotenstreik, habe ich mich also nicht ganz geirrt. Und dann wurde auch die Schlichtung erfolgreich. Der 2012 begonnene Arbeitskampf hat die Lufthansa nach damaligen Angaben 500 Millionen Euro gekostet. Also gut viel Geld. Was die Lufthansa auch viel kostet, und da hatten wir auch eine Zahl gehört, dass alleine dieses Jahr schon 160 Millionen ausgezahlt worden sind. Ich glaube, das war das erste Halbjahr. Und da hat sich der Report Mainz dem Thema angenommen, dass Fluggastausfälle die Gerichte überfluten und dass da ein kompletter Flaschenhals entstanden ist und dass Leute auch, und so war es in dem Fernsehbeitrag gesagt, entlassen werden mussten, weil die Prozesse zu lang gedauert haben, also wirkliche Verbrechen. 375, wenn ich die Zahl richtig sehe. Besonders belastet ist zum Beispiel das Amtsgericht in Erding. Die sind zuständig für den Flughafen München. Dann Frankfurt, logischerweise für Frankfurt, Königs Wusterhausen. Falls ihr euch wundert, warum Berlin keinen Flughafen hat, ist es Königs Wusterhausen, die dafür zuständig sind.
90% der Verfahren in Erding übrigens beim Amtsgericht sind einfach nur Verfahren aus Fluggastrechtsfällen. Das ist unglaublich. Und ich hätte als Richter wahrscheinlich schon keinen Bock mehr. Vor allem das Spannende ist auch, in dem Beitrag kam auch von FlightRide ein Sprecher zu Wort. Ich persönlich bin kein Freund von FlightRide. So gewesen, dass die sagen, du hast auf einem Flug 20 Leute, die jeweils klagen. Und alle diese 20 Leute müssen einzeln klagen, weil es kein Sammelklagerecht gibt. Und das ist in meinen Augen natürlich ein Problem. Und Richter müssen dann über einen Fall entscheiden, über den schon mal entschieden worden ist. Also ich finde das merkwürdig, weil wenn in einem Fall schon entschieden worden ist, warum muss das dann nochmal gemacht werden? Und das ist halt etwas, was ein Riesenproblem ist. Und pro Tag kommen ungefähr 1000 Fälle dazu, was ein großer Andrang ist und eine höhere Geschichte als normal. Amtsgerichte fühlen sich auch zunehmend durch solche Massenverfahren überlastet. Bundesweit verhandeln Amtsgerichte im Schnitt rund 100.000 Flugausfälle oder Fluggastfälle jährlich. Und das sind 10% aller Zivilfälle. Das ist unglaublich. Deshalb kann man natürlich den Vorstoß von Niedersachsen verstehen. Was sollte man noch sagen? Die Zahlen sind natürlich im vergangenen Corona-Sommer zurückgegangen, aber die Zahl der Fluggastverfahren in diesem Sommer sind wieder massiv angestiegen. Warum? Ganz einfach, weil natürlich viele Flüge ausgefallen sind. Die meisten Fälle meldet das Amtsgericht Köln mit 7.300 und das war der Stand vom 31.07. Der Höhepunkt der Klagewelle ist auch noch nicht erreicht. Warum? Ganz einfach, weil eine Welle zusätzlicher Fluggastklagen ab Spätherbst auf uns zurollen wird, sagt das Amtsgericht Frankfurt. Und in Frankfurt macht es sogar die Hälfte der Fälle aus. Fluggastverordnung billigt Passagieren, ihr wisst das ja, 250 bis 600 Euro aus. Und spannend ist es halt wirklich, dass man nicht zusammen klagen kann. Also warum kann man nicht aus Prozessökonomie sagen, hey, das muss geht zusammen? Also ich glaube, das müsste dann zentralisiert sein. Wenn man sich das Ganze wirklich anschaut, dann denke ich mal, dass wir dazu kommen müssen, dass solche Sachen automatisiert ausgezahlt werden müssen und dann an alle, die an Bord waren. Ich habe zum Beispiel heute aus den USA wieder, und ich bekomme solche Sachen öfter, gekriegt, hey, du hast ja das und das Telefon gekauft oder du hast das und das als Dienstleistung in den USA wahrgenommen. Da ist eine Sammelklage anhängig, möchtest du dich beteiligen? Und oder aber die andere Variante ist, hey, wir haben eine erfolgreiche Sammelklage durchgeführt und du kriegst $25. Ich fülle das nicht aus, weil für $25 habe ich da jetzt nicht an. Aber nichtsdestotrotz, man sieht halt, wie es anders geht und wie es anders gemacht werden soll. Was ist eure Meinung? Seid ihr auch der Meinung, dass man das Ganze automatisiert machen sollte? So, automatisiert ist auch ein geiles Stichwort. Warum? Ganz einfach, weil man an der Sicherheitskontrolle auch viele Sachen automatisieren kann. Aber im Moment sind wir nicht auf Automatisierungskurs, sondern wir sind auf dem Kurs BR. Die Slotstellen sind freigeschaltet worden. Das heißt also, Fluggäste können einen Slot zwischen 72 Stunden bis zu einer Stunde, 1,5 Stunden bei nichtständigen Flügen vor Abflug buchen. Sie haben jeweils 10 Minuten vor und nach dem ausgewählten Zeitpunkt Zeit, durch die Sicherheitskontrolle zu gehen. Der Flughafen sagt natürlich, hey, 2,5 Stunden vorher solltet ihr da sein. Es gibt ein Gericht aus München, wo wir klagen waren, die sagten, 90 Minuten sind ausreichend. Auf jeden Fall ist es so, dass die planbare Sicherheitskontrolle damit den sogenannten BR-Runway natürlich die benötigte Zeit verkürzt. Aber man kann halt damit die Zeiten etwas besser kalkulieren. Also ich finde es ein sehr guter Ansatz. Einige schrieben ja auch, wann passiert das, dass man da anfängt, das Ganze zu Geld zu nehmen für. Ich weiß gar nicht, ob man dafür das immer kostenlos machen soll. Also auf der einen Seite, was nichts kostet, ist nichts wert und viele Leute machen es einfach logischerweise. Aber man kann ja so einen Mittelweg gehen, dass es halt so eine Art Fastlane gibt, die man einfach kaufen kann, wenn man möchte. Gibt es ja an Flughäfen, zum Beispiel in Doha. Da habe ich das, glaube ich, bei der Einreise gemacht. Wir haben für Kunden in Bali solche Fast-Tracks genommen, weil da ja auch teilweise stundenlang angestanden werden musste. Dubai, Mahabar-Service sehr, sehr oft. Das ist ja nichts anderes als ein Fast-Track durch die Security. Insofern, wenn man das Ganze noch mit einer Dienstleistung dazu buchen kann, die das dann auch wertig macht, warum nicht? Ich finde es in Ordnung, dass man es im Moment ausprobiert als Dienstleistung. Was ist eure Meinung? Habt ihr es schon ausprobieren können? Sagt ihr, das macht Sinn oder sagt ihr eher, ich habe keinen Bock drauf?
Ich glaube aber, dass es zum Beispiel die Senatorkarte oder so andere Karten, die einen Fast-Track nutzen können, etwas wertiger macht, weil man sieht, da hat man eine Dienstleistung. Auch wenn beim Fast-Track manchmal die Erwartezeiten etwas länger sind, als einem lieb sind. Jetzt gibt es wieder etwas, wie der Österreicher sagt, aus dem Bereich der Kulinarik. Japan Airline, und zwar ist das die ZIP Air, hat zwei Gerichte eingeführt, die ich persönlich nicht wählen würde. Aber ihr könnt mir ja sagen, ob ihr so etwas wählen würdet. Und zwar ist es so, dass seit dem 1. Juli dort beim Essen etwas bestellt werden kann, die, ja, also ich denke mal die Zutaten, oder wie heißt das so schön, the protein, oder das Protein, das Fleisch ersetzt wird. Und es gibt daher einen Chili-Burger mit Tomate und einer Pasta Pescatore-Nutella, die mit proteinreichen Insekten in Pulverform enthält. Das ist der Grillus bimacalatus, also Mittelmeergrillen. Grillen passt ja zum Namen, also das gegrillt ist ja das Fleisch auch, aber das ist halt in dem Fall halt, ja, weiß ich nicht, also psychologisch schwierig. Also ich finde es persönlich schwierig. Beim Burger ist das Insektenpulver im Brötchen, dem Patty und der Tomatensauce enthalten. Beim Nudelgericht Pescatore sind Garnelen, Tintenfisch und Venusmuscheln in einer Tomatensauce mit Grillenpulver gekocht. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie hilft uns das beim Klimaschutz? Insekten wie Grillen enthalten natürlich viel Protein und Eiweiß. Also Protein ist nichts anderes als ein Eiweiß. Wer das weiß, deshalb ist es ja auch so beim Kochen, man nimmt zuerst das Protein, was ist das Eiweiß, und dann nimmt man die begleitenden Speisen, die dann halt, wie heißt das nochmal, das andere, Füllbeilage oder sowas, also auf jeden Fall, was dann auch das Sättigungsbeilage war das Wort, dass die Sättigung hervorruft. Auf jeden Fall ist es bei dem Kochen dann fast komplett verwendet. Zugleich brauchen sie viel weniger Nahrung, Wasser, Fläche als Nutztiere wie Rinder und Schweine und Hühner. Und ich glaube, die pupsen auch nicht. Das heißt, also, da kommt weniger CO2 bei der Produktion. Also insofern auch beim Brandroden oder was da gemacht wird, zum Beispiel in Brasilien, wo man diese Ackerflächen und sowas braucht. Es macht schon irgendwo Sinn, vielleicht nachhaltiger darüber nachzudenken. Ich muss mich vielleicht da etwas umorientieren und mich nicht so irritieren lassen von solchen Gedanken. Ist das für euch etwas? Würdet ihr das bestellen? Würdet ihr das essen? Das mit den Garnelen und so den Quatsch, den kann ich direkt sagen, mache ich nicht. Fisch geht gar nicht. Das ist so eine Psychonummer, da komme ich nicht durch. Bei dem Burger, wenn ich es nicht wüsste, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Deal, so ein Deal. Heute haben wir wieder einen lustig Deal für euch, und zwar aus dem Bereich Hotellerie. Das Conrad Los Angeles hat aufgemacht. Ich weiß ja, dass von euch einige Zuschauer, die Hilton, nicht nur Aficiandos oder Loyalisten sind, sondern im Prinzip jeden Morgen nach Hilton. Wo ist denn das Headquarter von Hilton eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo das Headquarter in den USA ist von Hilton. Dahin beten, vielleicht auch in einen Tempel der Hilton-Gruppe jeden Morgen gehen, um da sich huldigenderweise dem Hilton-Gott, und das ist ja Konrad Hilton, der ja quasi der Gründervater der Hiltons ist, da dann zum Gebet vereinen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es von dem Hotel in Los Angeles eine Spezialrate zum Eröffnungsangebot. Natürlich muss man der Ehrlichkeit halber sagen, es ist etwas teuer. Und zwar ist es so, es gibt 30.000 Bonuspunkte. Damit kann man das Eröffnen des Hotels feiern. Und wichtig ist, dass man diese auch bekommt, wenn man 3 Nächte erst übernachtet, also pro Nacht 10.000 Punkte bekommt. Warum ist das etwas Neues? Ganz einfach deshalb, wenn man sich das anguckt, ist es so, dass normalerweise Hilton sowas gar nicht anbietet. IHG macht das, ne? Ihr kennt ja diese Businessrate, da sind das sogar Punkte, die zum Status zählen, oder man andere Sachen, die man kriegt. Also das ist bei denen dann aber auch nicht im Bereich, wo man 900 und irgendwas Euro zahlt für die Nacht. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass man da dann halt wirklich einen Vorteil hat, auch beim Marriott. Also vom Preis her, okay, können wir uns streiten, aber Conrad ist natürlich a class of its own. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Conrad ist schon top. Also das muss ich sagen, obwohl ich kein wirklicher Hilton-Fan bin, bin zwar Diamond, auch durch Erschlafen. Also das heißt, ich habe das nicht mit der Kreditkarte gemacht oder Statusmatch, und schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten sogar. Ich glaube, seit 2008 auch. Aber
ja, ich weiß nicht. Also ich finde das Angebot erstmal bemerkenswert und ich fände es gut, wenn man das machen würde. Man muss halt einfach natürlich gucken, ob man nicht da in irgendeiner Art und Weise mit einer Rabattaktion besser kommt. Weil wenn man guckt, 10.000 Punkte, was sind die wert? Ich würde irgendwo sagen, 130, 150 Euro, alle 30.000 Punkte zusammen, sowas in dem Dreh, würde ich jetzt so evaluieren. Wenn man aber dann diese 900 Dollar da auf den Tisch knattert, da muss man natürlich sagen, ja, spannend. Zumal man ja auch noch so eine Destination-Fee von 30 Dollar pro Nacht zahlt, das macht das Ganze dann natürlich auch noch lustig. Also, ja, schaut euch das an. Ich wollte es erwähnen, was haltet ihr von dem Angebot? Und wenn ihr natürlich keinen täglichen Deal, so einen Deal verpassen wollt, sondern sagt, hey, Lars, ich finde das toll, was du machst, dann abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und vor allem kommentiert. Danke dafür. Wer uns weiter unterstützen will, kann natürlich auch ein Consulting buchen. Wir haben einmal erstmal das kostenlose Consulting, die 15 Minuten. Evaluieren wir, ob für euch ein weiteres Consulting eventuell Sinn macht, als Beispiel. Und dann könnt ihr halt noch weitere Pakete dann buchen, zum Beispiel mit einem persönlichen mehrstündigen Consulting-Paket, wo wir nochmal alles über eure Themen besprechen, wie ihr eure Meilenpunkte und euren Status optimiert. Aber jetzt bin ich wieder raus, sag einfach danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und vielleicht sehen wir uns beim Stammtisch am 12.09. in Frankfurt zusammen mit dem Lufthansa Workshop. Ich habe das Produkt übrigens im Workshop-Katalog, der gerade rausgekommen ist, noch nicht gefunden. Also, es wird eine Überraschung. Bis dann, ciao.